Geht schon los? Super. Test, test. Spätzle, Fresse, Spätzle, Maultasche, Schul, Schul. Bäschen, das ist mein Bäschen. So ob die Haare auf. Geht schon los? Darf ich jetzt mal wieder meine Lehrerin rauslassen? Sitzt die Frisur? Los geht's. Die Badewanne brauche ich nicht mehr, ne? So ob auf. Ah. Weiß gar nicht, woher die sind. Also, liebe Leute, jetzt wollte ich an der Stelle auch mal auspacken. Und zwar mein Kittel. Erstmal gucken, was da drin. Leute, wofür brauche ich jetzt die dritte Handschuhe? Ist doch Wochenende. Ihr wolltet mich nur ein bisschen ärgern, gell? Geärgert werde ich wieder morgen in der Schule. Also, liebe Leute, an der Stelle wollte ich einfach nur auspacken, die Rolle der schwäbischen Lehrerin, gell? Da habe ich mir nämlich überlegt, warum tut die das, also die, die jetzt diese Aufmachung hier vollzieht, was denkt die sich denn dabei? Was hat die denn für Komplexe, dass die jetzt das nochmal nachstellen muss, was vor 20 Jahren in der Schule passiert ist? Nur weil ich als schwäbische Lehrerin irgendwie auch Komplexe wahrscheinlich gehabt hätte, muss ich jetzt auf die muss die jetzt auf mich losgangen, nur weil ich auf die losgange bin, oder was? Ist das die Rache dafür? Ist das Karma? Ist das, was ist das? Oder nutzt die einfach nur die Figur, um jetzt hier irgendeine Message, und zwar, dass ich mal vielleicht zum Friseur gegangen muss, gell? Oder, dass man halt gucken muss, was für Lehrer da überhaupt am Start sind, gell? In der Schule, in der ich mich gern nämlich aufhalte. Jeder Tag, immer aufs Neue. Und ich mach das nicht für mich, ich mach das für Sie, liebe Leute, gell? Ich schwätze jetzt für mich als Lehrerin und ich habe nur eine Aufgabe, eine Mission, der Leute was mitzugeben, was wichtig ist, was im Lehrplan steht. Das ist mir doch egal, wie lange der Lehrplan schon existiert. Und dann, wenn sich da Leute aufmachen und sagen, ne, Papa, sein Name Hanna, die Sprache versteht ja auch keiner, dann fühle ich mich auch ergriffen, weil ich habe den Lehrplan ja schließlich jetzt geschrieben. Ich muss aber eine Funktion erfüllen, indem ich da jeden Tag auftauche, andanze. Glauben Sie, das macht mir Spaß. Das macht mir schon Spaß, klar. Aber an erster Stelle will ich auch einfach die Sicherheit im Lehrer haben, dass ich da nicht einfach gefeuert werde, gell? Weil ich, mein Schwaber Herzle, das pulsiert für Sicherheit, ja? Das pulsiert für Kohlenhydrate, fette Proteine und all den Kollagen-Shit, den man so aus der Schulzeit noch kennt. Beziehungsweise morgen geht's wieder weiter für mich. Und deswegen, liebe Leute, wollte ich an der Stelle nochmal euch eine Hausaufgabe geben. Bitte die Seite 387 bis 579, A, B, C, D ist ja immer da eine Aufgabe, wenn 1, 2, 3 und so, wisset sie, können sie B weglassen, das ist schon in Ordnung, da drücke ich ja Auge zu, gell, mein Schwaberherzl ist auch nicht so streng, wie man jetzt vermuten könnte, genau, B können sie weglassen, aber bitte, liebe Leute, denken sie an ihre Zukunft, machen sie regelmäßig ihre Hausaufgabe, Abitur schneller, als man denkt, sie haben noch 5 Wochen Zeit, ach so, wir schreiben schon Abitur. Jetzt kommen wir aber durcheinander, ne? Dann fürs nächste Jahr. Machen Sie die Hausaufgabe fürs nächste Jahr. Jetzt können Sie schon anfangen in Klasse 12 damit, wenn Sie in 13. kommen, dass Sie die schon gemacht haben. Oder Sie machen sie halt zweimal, ne?